Ich gucke das erste Mal Blade Runner. Hat es sich wirklich gelohnt oder war die Zeit so verloren wie Tränen im Regen? Jetzt bei den Filmgorillas. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Nämlich diese neue Folge Streifzüge hier zum Beispiel. Aber auch eine Frau, die noch nie Blade Runner gesehen hat. Und das haben wir jetzt nachgeholt. Auf vielfachen Wunsch von euch. Das war auch ein wichtiger Hinweis, möchte ich mal sagen. Ich brüste, sagt man brüsten oder brüsken? Ich gebe mich ja immer aus als großer Harrison Ford-Fan und das bin ich auch. Harrison Ford ist mein liebster Schauspieler. Und ich bin selber ehrlicherweise ein bisschen fasziniert, wie ich bislang um diesen Film herumkommen konnte. Und jetzt hast du ihn endlich gesehen. Danke, Community, für immer wieder daran erinnern, dass der mal in die Filmgorillas-Liste muss, weil so haben wir es wirklich geschafft, ihn zu schauen. Und kannst du denn auch wiedergeben, was du gesehen hast? Wieso stellst du diese Frage so zweifelnd? Es gibt Menschen, die haben diesen Film als den langweiligsten Film aller Zeiten auserkoren. Und die sagen bis heute, ich verstehe den Film einfach nicht. Deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, wie hast du diesen Film wahrgenommen? Was ist die Geschichte von Blade Runner? Okay, ich gehe fest davon aus, du würdest mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Natürlich. Also Blade Runner ist eine Dystopie. Was ich spannend finde, er ist ja schon etwas älter, aus den 80ern? 82. Spielt in der Zukunft, aber in eine Zukunft, die für uns in der Vergangenheit liegt. Im Jahr 2019. Sowas finde ich immer mega, mega cool, weil du gucken kannst, wie haben sich die Leute in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt und was ist davon wirklich passiert. Spoiler, nicht so viel. Wow, 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 wow. Jetzt werden wir aber... Also, wir kommen ja gleich zum Detail. Okay. Lass mich die Handlung zusammenfassen und dann kannst du ja schon mal drüber nachdenken, was davon alles wirklich eingetreten ist und was nicht. Also der Film spielt in Los Angeles und Los Angeles ist dunkel und düster und ein Schmelztiegel verschiedenster Menschen aller möglicher Abstammung. Es werden kuriose Sprachen gesprochen oder eine Mischsprache, in der sämtliche Sprachen miteinander verschwommen sind. Und es ist insgesamt keine freundliche Atmosphäre. Es herrscht so ein dauernieselartiges Wetter. Es ist wie Hamburg. Nur dunkel. Und mit größeren Häusern. Mit größeren Häusern, genau. Und hier lernen wir Harrison Ford kennen. Deckard. Ist das eigentlich sein Vorname? Ist das der Vorname? Deckard Schröckert wäre ein guter... Nein, okay. Deckard. Deckard ist von Beruf Blade Runner. Und um zu verstehen, was ein Blade Runner ist, muss man wissen, dass die Menschen, weil sie auch sämtliche oder die meisten Tierarten ausgerottet haben und künstliche Tiere sind mittlerweile preiswerter als wirklich echte lebendige Tiere und das haben sie auch mit Menschen gemacht. Also sie können Menschen nachbauen, die fast genauso sind wie echte Menschen, die nennen sie die Replikanten. Und weil, wie so oft in Dystopien, der Mensch es auch hier hinbekommt, den eigenen Planeten zu versauen, haben sie diese Replikanten auf andere Planeten geschickt, um zu gucken, wo sie eines Tages wohnen könnten. Und Überraschung, einige von diesen Replikanten werden böse, wer hätte es ahnen können, und haben, das stand nur auf so einer kurzen Texttafel, und haben die Menschen, die sie erschaffen haben, umgebracht oder haben auf jeden Fall eine Schlacht begonnen. Und deswegen sind Replikanten jetzt auf der Erde verboten. Und der Job von Harrison Ford, also von Deckard, ist es, diese Replikanten zu töten. Man sagt dazu aber nicht töten, weil es ja keine Menschen sind, sondern Maschinen. Man sagt in Ruhestand schicken oder was? Ja, man in den Ruhestand versetzt. Genau. Und so lernen wir Harrison Ford kennen, der eigentlich selber schon im Ruhestand ist, wie er sagt, also im echten Ruhestand. Aber nun muss er halt noch einmal loslegen und muss auf die Jagd von wie vielen? Vier? Fünf? Fünf. Von fünf Replikanten gehen. Was für einen alten Blade Runner. Schlimme Geschichte. Und ja, so geht Blade Runner los. Komm, das war richtig. Da war jetzt nicht viel falsch. Nein, das war wirklich nicht viel falsch. Man muss dazu sagen, diese vier oder fünf Replikanten haben es halt geschafft, auf die Erde zu kommen und in der Menschheit so gesehen unterzutauchen. Und ja, es ist jetzt einfach der Job eines Blade Runners herauszufinden, wo die sind und sie eben dann in den Ruhestand zu versetzen. Wer hätte es ahnen können? 1982 konnten das noch nicht so viele Leute ahnen. Ja? Das war ein Film, der halt einfach mal einen Grundstein gesetzt hat für so viel, was da noch kommen sollte. Ja, und guck mal, das passiert mir so oft. Das habe ich ja, als wir das erste Mal zusammen den Arnold Schwarzenegger-Film geguckt haben, Total Recall, da habe ich auch gedacht, das kenne ich ja alles schon. Aber in Wahrheit ist ja der Film entstanden vor Matrix und anderen Filmen. Also von daher, ja, gebe ich dir recht. Das muss ich dann mit dem Auge betrachten. Okay, aber dann jetzt mal so alles in allem. Wie hat dieser Film so rein
von der Geschichte her gefallen? Die Geschichte finde ich super. Die Geschichte ist klasse. Die, Deckard wird auch eingeführt wie so ein alteingesessener Detektiv, der in so einem muffigen, verrauchten Detektivbüro sitzt, so ein bisschen Dick Tracy-mäßig. Also es könnte ja auch einfach eine Detektivgeschichte aus den 60ern sein. So. Offensichtlich hat man sich auch immer vorgestellt, dass in der Zukunft sehr viel geraucht wird. Das fällt mir auf bei älteren Filmen. Es wird immer ganz, ganz viel geraucht. Überall sind Rauchschwaden. Und auch hier ist mir auch bei Total Recall schon aufgefallen, Videotelefonie konnten sie sich alle schon früher vorstellen, hatten sie alle schon irgendwie als Zukunftsvision, aber immer in Röhrenfernsehern, in Röhrenbildschirmen. Und hier, super lustig, Videotelefonie, aber am Münztelefon. Also du musst Quarter einwerfen, um zu skypen. Das ist eigentlich witzig. Ja. Also die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Auch, und ich glaube, bei diesem Film darf man jetzt spoilern, der ist alt genug. Der ist alt genug, ja. Und auch die Liebesgeschichte, die sich entwickelt zwischen ihm und, heißt sie Rachel? Rachel. Rachel ist ein Replikant, weiß aber nicht, dass sie eine Replikantin ist. Und eigentlich ist es natürlich der Job von Deckard, sie mit auszulöschen. Aber er bringt es nicht übers Herz, weil er sich in sie verliebt. Auch das finde ich eine schöne Geschichte. Das ist eine Liebesgeschichte in dieser Dystopie und das gefällt mir gut. Jetzt gibt es aber diese eine umstrittene Szene, in der halt Rachel bei Deckard zu Hause ist. Und bei dieser Szene verhält sich Deckard nicht ganz gentlemanlike, um es jetzt mal so auszudrücken. Er zwingt sie eigentlich schon dazu zu sagen, also er zwingt sie dazu, zu sagen, dass er sie küssen soll. Das stimmt. Und das geht halt auch ein bisschen weiter. Und ja, irgendwann bricht ihr Widerstand. Irgendwann, auch jetzt nach all den Jahren, kann ich sagen, okay, ich verstehe, dass da so eine gewisse Bereitschaft dafür da ist, dass sie sich jetzt auf Deckard auch sexuell einlässt. Allerdings muss ich auch mit dem Abstand jetzt nach all diesen Jahren sagen, wirkt die Szene nicht einwandfrei. Also sie wirkt schon... Nein, das nicht in beidseitiger Einverständnis und das wirft einen schwierigen Schatten auf die Figur Deckard und halt aber auch auf die, sag ich mal, gesamte Machart des Films. Weil wenn man sich mal die anderen Frauenfiguren in dem Film anguckt, sind das alles schon eher Männerfantasien, die da irgendwie projiziert werden. Die, weißt du, die stille Schöne, die halt irgendwie die Geborgenheit sucht, dann hast du die Kampfamazone, dann hast du das reine Lustobjekt von Daryl Hannah gespielt, diese Pris. Es ist halt schon typisch 80er Jahre, was dort an Frauenbild projiziert wird. Allerdings muss ich sagen, finde ich es trotzdem immer noch cool, dass das Frauencharaktere sind, die so ein bisschen im Gegensatz zueinander stehen. Du hast die eine, die etwas stillere, die ruhigere, die um Harmonie bedacht. Damit meinst du jetzt die Rachel? Meine ich die Rachel. Ja. Und dann hast du aber diese beiden ja eher schon Macherinnen und Pris und ich weiß nicht mehr genau, wie heißt die Schlangenfrau? Die Schlangenfrau. Auf jeden Fall finde ich, ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie krass diese beiden Figuren aus dem Leben oder aus diesem Film gerissen werden. So, ja? Das fand ich schon damals erstaunlich, aber mittlerweile schwingt bei mir jetzt, nachdem ich den Film, ich habe den Film jetzt, keine Ahnung, mit dir zusammen, das war vielleicht das 18. oder 19. Mal oder so, Es schwingt viel mehr Bedauern mit so. Also ich finde es traurig, wie mit diesen beiden Figuren umgegangen wird und wie auch der Tod der beiden Figuren in Szene gesetzt wird. Und das fand ich erstaunlich. Und ja, ich bin nach wie vor beeindruckt von dieser Geschichte und ich finde nach wie vor geil, dass man halt am Ende, also ich finde das einfach toll, dass man halt am Ende mit diesem Fragezeichen da rausgeschickt wird, weswegen wir beide uns auch schon, sag ich mal, unterhalten haben oder nicht ganz einig waren, ne? Du wolltest ja von mir wissen, was ich jetzt am Ende denke. Das sind dann immer so diese offenen Fragen. Ne? Daniel will irgendwas Bestimmtes, will er von mir hören und irgendeine bestimmte Diskussion möchte er mit mir anfangen, aber er möchte, dass ich selbst drauf komme. Also stellt er mir eine offene Filmfrage. Du wolltest mit mir darüber reden, ob ich glaube, dass Deckard selbst ein Replikant ist oder nicht. Und ich sage, es spielt keine Rolle für diesen Film, weil es geht ja am Ende, bleibt ja die Botschaft die gleiche, ob er nun selbst, also es gibt die Replikanten, die wissen, dass sie Replikanten sind und es gibt die Replikanten wie Rachel, die selbst von sich nicht weiß, dass sie ein Replikant ist. Und es gibt wohl den Verdacht, dass auch Harrison Ford als Deckard von sich selbst nicht weiß, dass er ein Replikant ist, aber er ist ein Replikant. Wissen wir nicht.
Und also, es ist egal für die Geschichte, weil er entscheidet sich am Ende dafür, seinen Job nicht auszuüben, die Rachel nicht zu töten und mit ihr glücklich zu werden, solange ihr Replikantenleben lebt. Es ist ja nur auf 4 Jahre festgesetzt, oder? Nach 4 Jahren. Ja, er entscheidet sich für die Ungewissenheit. Also das finde ich ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Er ist ja bewusst, sag ich mal, ins ahnungslose Abenteuer, wo das Leben halt vorher in diesem Moloch halt bestimmt war durch Abläufe und Routinen und halt vor allem Gesetze und vielleicht auch Jobs und so weiter, entscheidet er sich jetzt freiwillig für das Ungewisse. Ja? Also er weiß nicht, wie lange Rachel noch aktiv sein wird. Ja? Und deswegen kommt dieser schöne Spruch am Ende, so von wegen, ja, wer tut schon, also wer lebt schon, so, ja. Das ist ja eigentlich schon das Geile, dass du halt dieses Ende so offen stehen lassen kannst, dass du sagst, ey, das hat eine Bedeutung, ey, das hat keine Bedeutung, das ist, weiß ich nicht, ein Rätsel der Menschheit, das ist der Schlüssel zum Rätsel der Menschheit und was weiß ich. All das ist, finde ich, einfach großartig an diesem Film. Und es gibt ja so viele Filme, die halt am Ende eigentlich so eine Frage dann hinstellen und es muss nicht immer die Antwort darauf notwendig sein. Und das war aber trotzdem ein Ende, wofür Regisseur Ridley Scott wirklich, wirklich kämpfen muss. Ich meine, der musste für diesen ganzen Film wirklich kämpfen. Die amerikanische Crew, die hatte keinen Bock auf den. Ja? Die haben T-Shirts irgendwie getragen, wo sie halt, er hatte wohl ein Interview gegeben und hat halt gesagt, ey, in England zu arbeiten ist leichter und die Leute wollen alles irgendwie erklärt wissen und so weiter und so fort. Und dann haben die T-Shirts irgendwie getragen, wo von wegen, ja, yes, Governor my ass, so von wegen, weil er gesagt hat, die Engländer akzeptieren alles, was er sagt, so im Scherz. Und das fanden die alle nicht gut und so. Also deswegen, da gab es wirklich Widerstände. Und dann gab es halt auch Widerstände, wie dieser Film eigentlich geschnitten werden soll. So dass halt eine andere Schnittfassung existierte mit einem Off-Text von Harrison Ford, der wirklich grausam ist. Jetzt muss ich was sagen. Ja. Und du hast Angst, dass ich das jetzt sage. Du hast mir jetzt natürlich die Version gezeigt, die du für die richtige, beste, die vom Regisseur gewollte Fassung erachtet hast. Das heißt, wir haben den Final Cut haben wir geguckt. Und ich hatte den Vorteil, dass du neben mir saßt und dass du mir Fragen beantworten konntest, dass du mir erklären konntest, der spricht jetzt so eine komische Sprache, weil die Sprachen sind alle verschmolzen. Und dann hast du auch immer gesagt, das sagt Harrison Ford in der anderen Fassung im Off-Text. Ich glaube, diese Information hätte mir schon gefehlt. Und du hast selber gesagt, die Version ohne Off-Text hast du das erste Mal gesehen, als du die Version mit Off-Text schon 5-mal geguckt hattest. Jetzt ist es wirklich die Frage, wie gut versteht man all das ohne den Off-Text? Ey, bitte, macht mich nicht fertig in den Kommentaren. Der Final Cut war super, ne? Aber ich frage mich wirklich, ob da nicht auch ein Funke Sinnhaftigkeit hinter ist, zu sagen, wir brauchen hier noch ein erklärendes Element, weil halt eben nicht alles selbsterklärend ist, wenn man es nicht weiß. Das ist die große Frage. Ich muss sagen, ja, ich habe den Film als allererstes mit dem Off-Text gesehen. So. Und es war natürlich hilfreich. Aber jetzt das zu sehen und nochmal, ich meine, ich habe den Film jetzt auch schon nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder gesehen. Ich finde es schon besser ohne Off-Text. Weil es gibt dir doch noch einfach viel mehr Spielraum, deine Gedanken irgendwie kreisen zu lassen, dir selbst irgendwie so ein bisschen die Welt noch zusammenzubauen und so weiter. Ich finde es einfach besser und man muss nicht immer alles vorgekaut bekommen, so, ja. Und auch gerade mit diesem Happy End, das sie in diesem Film dran geklatscht haben. Da gibt es so eine Autofahrt, die war nie geplant, die mussten sie halt machen, weil den Produzenten das Ende zu negativ oder zu düster war, ja. Also das muss man sich auch vorstellen. Also der hat da wirklich gekämpft, dass dieser Film in seiner Fassung erschienen ist. Was sagst du denn als großer Harrison Ford-Fan zu Harrison Ford selbst? Er war immer der Abenteurer, immer der Haudegen, immer der, hey, der charming, verschmitzt grinsende Rebell, der so ein bisschen immer mit allem durchgekommen ist. Er spielt ja jetzt hier was ganz anderes. Wie fandst du das? Ich fand die Rolle super. Also ich finde die Geschichte super, habe ich schon gesagt. Ich finde Harrison Ford als diesen abgehalfterten, detektivähnlichen, fast schon Anti-Helden, finde ich super. Und bevor wir jetzt zum abschließenden Fazit kommen, muss ich dir aber sagen, ich fand den Film gut. Ich fand den Film gut. Aber der ist jetzt wirklich nicht von vorne bis hinten so spannend und mitreißend wie andere Filme, die du mir schon erfolgreich gezeigt hast. Ne? Also das ist ein schöner Film und das ist ein Film, über den ich viel nachdenken werde und über den wir schon viel gesprochen haben. Aber das ist jetzt keiner, wo man nicht atemlos vorm Bildschirm sitzt, weil er sehr ruhig erzählt wird, sehr,
sich sehr viel Zeit nimmt und sehr viele Einstellungen lange hält. Und das musst du als Zuschauer auch aushalten. Da gebe ich dir recht. Der fordert schon eine gewisse Bereitschaft ab. Aber ich muss sagen, je öfter ich diesen Film sehe, umso fantastischer finde ich einfach alles, was Scott da macht. Diese Bilder, gerade was du gesagt hast, jeder Shot, wenn es einfach nur ein Harrison Ford im Schatten, der ein Whiskyglas trinkt, oder eine Sean Young, die eine Zigarette raucht, und dann kommen diese ganzen, diese steilen Lichtkegel da rein, ja, plus das Art Deco, plus diese futuristischen, sag ich mal, Designs von Sid Mead. Und das ist alles so perfekt auf jeden Moment abgestimmt. Da ist jedes Bild, auch wenn es jetzt schon mal hier und da technisch angestaubt ist, ne? Das muss man ja schon sagen, die matte Paintings und so sehen alle nicht mehr ganz frisch aus, also die gemalten Hochhäuser im Hintergrund. Aber trotzdem, da steckt so viel Überlegung und so viel Stimmung. Inzwischen, ich genieße jedes Bild, ich saug's in mich auf und ich weiß, da passiert nicht drin viel. Also in vielen Bildern passiert nicht unbedingt was, aber trotzdem, sie tragen allesamt so viel zur Stimmung und zur Aussage und zum Setting bei. Ich meine, allein diese ganzen futuristischen, vernebelten, verrauchten Straßenzüge, sich diesen Aufwand zu machen, diese Welt halbwegs glaubhaft zu kreieren und dann aber halt in einem gewissen Film-Noir-Stil und in einer gewissen Film-Noir-Atmosphäre, super. Ich werde den Film einfach noch 5 oder 10 oder 15 Mal schauen und vermutlich immer mehr Dinge entdecken, um ihn dann auch so zu lieben und schätzen zu wissen. Ich fand ihn gut. Er hat mich nicht so umgehauen, wie ich gehofft hatte, aber ich fand ihn gut. Falls du ihn noch nicht gesehen hast, guck ihn dir an. Dann ist es wirklich ein guter Film. Vor allem dafür, du hast gesagt, er ist angestaubt, aber er sieht ja jetzt nicht veraltet aus. Und ist eine wunderbare Geschichte und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Wenn ihr jetzt noch ein paar andere, ich weiß nicht, Klassiker auf der Liste habt, die Silke mal schauen sollte, dann lasst sie gerne in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst, wenn ihr da seid, auch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Tschüss.